Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Create. Ja, wir wollen heute anfangen, den Bohrer zu bauen. Sprich, der soll ja unsere Base drunter aushöhlen. Und dafür habe ich schon einiges vorbereitet. Aber zuallererst wollen wir endlich mal diese Diamond Horse Armor crushen. Die haben wir damals in der Netherfestung gefunden. Gucken, was rauskommt. Ich habe einen Diamant, den rahmen wir. Yay, jetzt können wir daraus eine Pickaxe craften. Nee. Achso. Wir haben ja nur einen. Und das Geilste ist einfach, wenn man sich hier reinstellt, dann wird man sogar gecrushed. Nice. Ja, ein Tod mehr. So, wieder heil angekommen. Geht es nun über zu dieser Phase und zwar hier hinten. Genau, ihr seht die Schematik kennen. Die kennt ihr vielleicht schon aus dem Vorstellungsvideo. Und in der Schematik kennen ist eine Schematik eingespeichert. Und was wir für diese Schematik brauchen, sehen wir in diesem Buch hier. Also, wir brauchen 7 Block of Redstone, das kriegen wir locker hin. Ein Kartensampler, eine Chest kriegen wir auch hin. Cyane Sitze kriegen wir hin. 23 Deployer, das wird sehr teuer. Hat sich gereimt. 89 Linear Chassis, 60 Mechanical Drills, ein Mechanical Plu, irgendwas. 7x Powered Rail, ein Stein und ein Super Glue. Ich glaube, das wird's, sonst können wir auf jeden Fall schon mal beschaffen. So Leute, nach geführten 1,5 Stunden seht ihr, wir haben so gut wie alles. Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die 23 Deployer. Oh je. Und jetzt bin ich auf dem Weg, gerade noch die Materialien von unserem letzten Standort auszuholen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die 23 Deployer fertig habe. So, wieder zurück. Ich habe jetzt mal zur Vorsichtshalber 24 Deployer gemacht. Ihr seht, ich habe das komplette andere Zeugs noch fast aufgebraucht. Ich habe ein bisschen auch zurückgelassen, dass die anderen auch noch was haben, ne? So, komm mal her. 24 Deployer, renn mit dir. Dann schauen wir mal. Wir haben alles. Gut, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Gunpowder. Ich muss wohl ein paar Creeper suchen gehen. Oh Leute, ich habe einen Creeper gefunden. Nein, oh. Hoffentlich gibt es hier noch welche. Komm her. Wie kein Gunpowder. Ach Leute, ich finde irgendwie. Oh, Leute, woher kommst du denn? Komm her. Oh. Hey. Jedes Mal. Also echt. Irgendwo muss doch noch ein Creeper sein. Nee, wir sind hier mitten im Wald. Weißt du? Mann, ey. Weil ich habe ja Glück in dem Wald hier noch, weil ich meine, die Creeper spawnen irgendwie komischerweise in dieser Mods gerne unter Bäumen. Ach du Scheiße, sogar zwei gleich. Okay. Einer von denen muss Gunpowder droppen. Versau's nicht. Ganz ruhig. Einfach atmen. Wieder back. Okay, da ist einer. Diesmal versau es aber wirklich nicht. Und noch ein Zombie, ist klar. Zwei Creeper, ist klar. Was kannst du eigentlich? Wieso sind Creeper so? So Leute, endlich nach tausend verschiedenen Versuchen Gunpowder zu kriegen, haben wir es endlich. Ihr könntet denken, ich habe es gecheatet. Pff, nö, ich doch nicht. Nein, Schatz, ich habe wirklich nicht gecheatet. Das wäre ja echt. Ja, diese Creeper in diesem Spiel, die bringen einen um. So, hier schluckt Gunpowder, ey. 1200 Schutz läuft. Hoffentlich reicht das. Ja.
So, der Bohrer ist fertig. Wir können gleich mal angucken. Ja, doch. Holy shit. Das Ding ist fett. Und das meine ich nicht im bösen Sinne. Gut, wir müssen ihn also nur noch einrichten. Sprich, die ganzen Items, die wir finden wollen, müssen hier in die Kiste. Natürlich dann hier sowas wie Schienen und sowas auch noch. Und ja. Damit hätten wir den Bohrer. Und dann würde ich den dann unter unserer Base ein bisschen was graben lassen. Das seht ihr dann wieder nicht. Dann würden wir anfangen, das Hauptgebäude zu bauen. Und so weiter. Ja. Und dann würde ich dieses Video auch beenden. Würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und ciao, euer Bitgamer.